Kevin Münch ist neben mir, der vor wenigen Wochen Adrian Lewis geschlagen hat, den zweimaligen Weltmeister. Im Moment ist ja ein regelrechter Dart-Hype in Deutschland. Wie erlebst du das? Ja, ich erlebe das natürlich extrem. Wie gesagt, ich war vor 6 Jahren bei der WM, war auch in der zweiten Runde. Damals gar nichts, also Resonanz fast null. Jetzt Resonanz total übertrieben, sag ich mal. Ich glaube, die Deutschen stehen da total drauf auf diese Mischung von Sport und Party. Wie hast du eigentlich angefangen und mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Dart zu spielen? Ja, also meine Familie war ja schon immer so ein bisschen Dart-verrückt, sag ich mal. Und ja, ich hatte meine ersten Darts mit 2, glaube ich, in der Hand. Und haben sie mir immer noch so ein Dartboard auf so einen Stuhl gestellt, wo ich drauf geworfen habe. Und aktiv so mit 11, 12. Mit 11, 12 und da hast du oft in der Woche trainiert, sozusagen als dein Ersatz für Fußball? Oder wie war das damals? Ja, ich bin nach Hause gekommen, Turnister in der Ecke, hab trainiert. Wobei Ersatz für Fußball kann man nicht sagen, ich habe selber noch nebenbei Fußball gespielt. Ah, okay. Ja, und irgendwann kam halt ein Zeitpunkt, wo ich mich entscheiden musste. Und dann habe ich mich halt für Dart entschieden und dann war Fußball für mich gegessen. Aber gelernt hast du was anderes. Du bist Landschaftsgärtner. Wie hast du das mit dem Job vereinbart bekommen? Ja, eigentlich habe ich das gar nicht so vereinbart bekommen, sondern mein Chef hat das eher mit mir vereinbart und hat zu mir gesagt, ich soll mal gucken, probieren, machen, tun, hat mich freigestellt, hat mich ja bis zum 1.4. dann erst freigestellt. Jetzt heißt es schon ja ein ganzes Jahr und vielleicht auch 2, 3. Wir werden sehen, wie das läuft und dann werden wir sehen, ob ich, wann ich oder wie ich wieder zur Arbeit komme. Also ich trainiere jeden Tag, trainiere über den Tag verteilt mehrere Stunden, fahre abends meistens ein paar kleine Turniere, so dass ich so einen kleinen Rhythmus im Turnieralltag behalte und ja, es ist wirklich wesentlich mehr geworden, aber es ist jetzt nicht so wild. Was verdient ein Dartspieler? Man verdient mit Preisgeldern, man verdient mit Sponsorverträgen, man verdient mit Medienauftritten. Das sind so Sachen, die von jedem Spieler unterschiedlich sind. Also deswegen kann man da keine Pauschale sagen. Okay, und eine Hausnummer möchtest du uns verraten? Nein. Schade, aber man muss ja mal fragen.